Ah ja, ihr versauten Früchtchen. Oh ja, total versaut. Ich hatte schon mal Sex. Ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt. Echt. Ja, ja. Frau Lotterschmidt, jetzt beruhigen Sie sich. Bitte. Kommen Sie. Das ist die Jugend von heute. Und genau vor solchen Jungs wollte ich meine Tochter immer beschützen. Und das ist auch der Grund, warum ich vorgestern noch mal in diesen Chat gegangen bin, dem sich meine Töchter so rumtreiben. Und wissen Sie, was ich da herausgefunden habe? Schauen Sie mal bitte. Was ist das denn? Das ist eine Unterhaltung aus dem Chat. Die habe ich extra für Sie ausgedruckt. In diesem Chat unterhalten sich die Mitschüler meiner Tochter nämlich genau über diesen Tag hier und dieses Video. Das ist doch keine Überraschung. Das Video, das Timo da von Ihrem Gespräch, in dem Sie ihm zugegebenermaßen schon ziemlich intime Fragen gestellt haben, gemacht hat, das war ja in der ganzen Schule Gesprächsthema. Sind Sie jetzt auf meiner Seite oder nicht? Ich habe in diesem Chat etwas ganz Wichtiges herausgefunden, und zwar der hier. Lassen Sie mal sehen. Wissen Sie, wer dieser User ist, ja, Frau Lotterschmidt? Ja, das weiß ich, und der kommt doch heute hier hin. Das ist ja interessant. Ja. Petra Lotterschmidt, geboren 25. November 1965 in Köln, wohnhaft in München, geschieden, Hausfrau. Ja. Am Nachmittag des 28.04.2009 lauerte die Angeklagte dem Schüler Timo Krapp, einem Klassenkameraden ihrer Tochter Caroline Lotterschmidt, vor der Billardhalle Black 8 in München auf. Als der 16-Jährige gegen 16.45 Uhr allein die Halle verließ und über den Parkplatz ging, folgte die Angeklagte ihm und schlug ihm mit voller Wucht eine klappbare Werbetafel auf den Hinterkopf. Timo Krapp ging benommen zu Boden. Er erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf sowie eine Gehirnerschütterung. Dann nahm die Angeklagte das Mobiltelefon im Wert von 300 Euro aus der Hosentasche ihres Opfers und flüchtete. Weil er mit Caroline Lotterschmidt ausgehen wollte, hatte Timo Krapp sich am 27.04.2009 bei der Angeklagten vorgestellt und musste sich hierbei zahlreiche Fragen über Sexualität und seine Absichten im Hinblick auf die 15-jährige Tochter gefallen lassen. Dieses Gespräch hatte Timo Krapp heimlich mit der Kamera seines Mobiltelefons gefilmt und später in der Schule seinen Klassenkameraden vorgespielt. Mit ihrer Tat wollte die Angeklagte verhindern, dass Timo Krapp das Video weiterhin herumzeigte und, wie von ihm angekündigt, im Internet veröffentlichte. Die Angeklagte wird somit des schweren Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt. Strafbar gemäß dem Paragraphen 223 Absatz 1. Hey, das müssen Sie sich unbedingt mal ansehen. Ich weiß nämlich jetzt, wer hier der wahre Täter ist. Frau Lotterschmidt, setzen Sie sich bitte wieder hin. Jetzt noch nicht. Und die Protokolle? Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt nehmen Sie erstmal wieder Platz. Also, Frau Lotterschmidt, aus Ihrem Verhalten schließe ich, dass Sie sich äußern wollen zum Anklagevorwurf, oder? Natürlich will ich mich äußern. Was denken Sie denn? Ich muss mich doch verteidigen. Ich habe diesem Burschen nichts getan. Also, Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte soll ja ein Gespräch sein, das Sie mit dem Timo Krapp geführt haben. Ja? Wie kam es denn überhaupt zu diesem ungewöhnlichen Gespräch? Also, das war überhaupt kein ungewöhnliches Gespräch. Ich führe immer so ein Gespräch mit den Jungs, die mit meiner Tochter Caroline ausgehen wollen. Ich will, dass sie mir diese Kerle vorstellt, damit ich mir ein genaues Bild von ihnen machen kann. Also, die Fragen, die Sie dem 16-jährigen Timo gestellt haben, die waren aber schon sehr intim. Na und? Man muss heutzutage die Jungs mal ein bisschen aussortieren. Ich weiß nicht, haben Sie eine Tochter im Teenageralter? Nein. Ja, dann können Sie auch nicht wissen, wie das ist. Als Mutter hat man immer Angst, dass die Kinder an den Falschen geraten. Schauen Sie doch die Jungs mal an. Dieser Timo zum Beispiel, der hat nur ein lächerliches Video aufgenommen. Was meinen Sie, was der Nächste anstellt? Denkt er vielleicht gleich ein Kind an und ich will mit 43 noch nicht Großmutter werden. Und das ist der Grund, warum ich diesen Jungs immer genau auf den Zahn fühle, bevor sie mit Caroline ausgehen. Haben Sie denn gewusst, dass dieser Timo das Gespräch, das er mit Ihnen geführt hat, mit seinem Handy aufgezeichnet hat und in der Schule seinen Freund gezeigt hat? Ja, das weiß ich von meiner jüngeren Tochter Sarah. Also das heißt, während des Gesprächs haben Sie es nicht gewusst und nicht bemerkt? Nein, leider nicht. Wussten Sie denn, dass Timo vorhatte, das Video auch im Internet zu zeigen, also ins Internet zu stellen? Ja, das hat er mir auf dem Schulparkplatz selbst gesagt. Und, als Sie das erfahren haben, hat Sie das geärgert? Nein, eigentlich weniger, denn ich stehe ja zu dieser Unterhaltung. Was mich aber geärgert hat, war, dass er meine Tochter so lächerlich gemacht hat. Und deswegen bin ich auch um 15 Uhr zu der Schule gefahren, habe auf dem Schulparkplatz auf ihm gewartet und wollte Timo dort einmal sagen, dass er sich so nicht benehmen kann. Das wäre ja wirklich alles kein Problem gewesen, wenn Sie nicht schon auf dem Schulparkplatz gewalttätig geworden wären. Ich bin doch nicht gewalttätig geworden. Also wir werden nachher noch ein Video ansehen, auf dem das aber ganz anders aussieht. Das kann ja sein, dass das auf dem Video schlimmer aussieht, als es in Wirklichkeit war. Also. Ich habe mit Timo nur geredet und ich würde niemals ein Kind schlagen bzw. schwer verletzen. Vielleicht lassen wir das doch überhaupt mal. Waren Sie dann später auch bei der Billardhalle? Ja, ich gebe zu, dass ich bei der Billardhalle war. Aber nur, weil ich mit Timo noch mal reden wollte. Auf dem Schulparkplatz hat er ja gar nicht richtig mir geantwortet und ist gleich abgehauen. Und so konnte ich ihn auch wieder nicht, also ich konnte ihn schlecht nicht so laufen lassen. Und genau deswegen sind Sie ihm auch nachgefahren und wollten verhindern, dass Timo dieses Video weiterverbreitet.
Und dann haben Sie es ihm geraubt. Ach, habe ich nicht, Herr Staatsanwalt. Nein, ich habe ihn an der Billardhalle gar nicht mehr gesehen. Aber der wahre Täter, dieser Feigling, der hat wahrscheinlich gesehen, dass ich Timo hinterhergefahren bin und hat sich dann durch irgendein Hintertürchen rausgeschlichen. Wie lange waren Sie denn vor der Billardhalle? Ich war kurz nach 17 Uhr schon wieder zu Hause, weil die Warterei, die war mir dann irgendwann wirklich zu dumm geworden. Naja, das heißt, weil die Fahrt 25 Minuten dauert, dass meine Mandantin zum Tatzeitpunkt bereits im Auto unterwegs nach Hause war und damit die Tat gar nicht begangen haben kann. Ach, richtig. Und ich finde auch, dass dieser Typ, der muss viele Feinde haben. So einen Typ kann man doch wirklich nur hassen. Ach, Entschuldigung, Frau Lauterschmidt, bitte. Das ist doch wahr. Der Kerl hat sich zum Hobby gemacht, andere Leute in die Pfanne zu hauen oder sie lächerlich zu machen. Und genauso hat er es auch mit meiner Tochter Caroline gemacht. Er wollte sie an der gesamten Schule blamieren. Und das hat er auch geschafft, indem er dieses lächerliche Video angezeigt hat. Na ja, Frau Lauterschmidt, eigentlich haben Sie ja durch Ihre extremen Ansichten Ihre Tochter in diese Lage gebracht, nicht wahr? Ich wollte mein Kind nur beschützen. Ach so. Und außerdem hat sie mich die letzte Zeit auch schon mal öfters belogen. Da musste ich eben vorsichtiger werden. Obwohl sie immer noch behauptet, sie wäre Jungfrau. Das hatte zumindest bei diesem Schatz. Jungfrau, dass ich lache. Also jetzt ist da hinten mal Ruhe, bitte, ja? Und es gibt auch noch Leute mit Werten, die nicht so versaut und unmoralisch sind, wie ihr seid. Frau Lauterschmidt, jetzt mal, von welchem Chat haben Sie gerade gesprochen? Auf der Internetseite der Schule meiner beiden Töchter gibt es so einen allgemeinen Chat. Da können die Mädchen und Jungs sich miteinander unterhalten. Und da habe ich mich mal angemeldet. Weil ich wollte mal wissen, was die Kinder so denken und vor allen Dingen, was sie so treiben. Hätten Sie dann nicht einfach Ihre Töchter fragen können? Natürlich hätte ich sie fragen können, aber Antworten bekommt man als Mutter von pubertierenden Teenagern keine. Ja, und da habe ich es eben mal heimlich belauschen müssen. So, und ich habe hier auch mal was für Sie, das habe ich mal für Sie ausgedruckt, da können Sie mal schauen. Ich habe mich nämlich einmal als Funky Chiller und einmal als Sweet Cherry angemeldet. Und können Sie mal schauen hier bitte. Mhm. Da konnte ich einmal als Mädchen und einmal als Junge chatten. Und welche davon ist Ihre Tochter Caroline? Das ist Caroline 1994 und Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, was Sie da also über Ihre Kinder erfahren. Und auch über die Mitschüler, mit denen habe ich nämlich auch gechattet. Ach, einige von denen sind schon viel zu weit für Ihr Alter, die haben nur Sex im Kopf. Danke, nehmen Sie doch gerade wieder meinen Platz. Sagen Sie mal, und haben Ihre beiden Töchter eine Ahnung davon, dass Sie hinter diesen beiden User-Profilen stecken? Ja, natürlich nicht, sonst hätten Sie mir nicht so viel über sich erzählt. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so gut zu finden ist, dass man den eigenen Kindern auf diese Art und Weise so nachspielen wird. Doch, ich finde schon. Und Sie sollten es auch. Denn nur weil ich mich in diesem Chat angemeldet habe, kann ich Ihnen heute den wahren Täter nicht, nämlich präsentieren. Dazu da bin ich aber gespannt. Ja, muss ich mir nur mal gerade eine andere Brille anziehen. Tut mir leid. Ich habe in diesem Chat erfahren, dass es einen Jungen gibt, der heimlich in meine Tochter ein bisschen verliebt ist. Der nennt sich Optimus Finn und geht auch in Carolins Klasse. Und er findet das gar nicht so witzig, was der Timo gemacht hat. Und er hat sich darüber beschwert und auch aufgeregt über dieses Video und auch diese ganzen Lästereien. Und jetzt lese ich Ihnen das mal hier vor. Er schreibt: Das ist voll scheiße von Timo, dass er sich jetzt auf Kosten von Caroline so amüsiert. Er hätte doch bestimmt auch keinen Bock darauf, wenn jemand so über ihn vom Leder zieht. Caroline hat das alles echt nicht verdient. Es tut mir total leid, dass ich ihr nicht wirklich helfen konnte. Ja, es gibt in Carolines Klasse einen Finn. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Schüler Finn Sauter, dass der es war, der Timo niedergeschlagen und ihm das Handy abgenommen hat. Er wollte verhindern, dass das Video auch noch im Internet auftaucht. Und wir haben ja gerade gehört, dass es diesem Finn wahnsinnig leid getan hat, dass er Caroline unheimlich bedauert hat, ihm die wahnsinnig am Herzen lag und dass er sich geärgert hat, dass er diese ganze Aktion nicht verhindern konnte. Nämlich, dass dieses Video dann auch noch im Internet auftaucht. Warum? Weil Timo bereits dieses Video auf seinen Computer geladen hatte. Ja, und ich finde auch, dass er Caroline helfen wollte. Gibt es denn noch Fragen an die Angeklagte? Keine. Ja, dann nehmen Sie bitte mal bei einem Herrn Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Timo Krab, bitte. Ja, nehmen Sie mal hier Platz, bitte schön. Timo, Sie sehen zwar recht erwachsen aus, aber Sie sind 16, ist dann in Ordnung, wenn ich Sie mit dem Vornamen anspreche? Nee, Scherz, Sie können mich auch duzen, ist kein Ding. Okay, können wir auch gerne machen. Also, dann belehre ich dich, dass du als Zeuge hier die Wahrheit sagen musst. Mit einer Falschaussage wird sie dich strafbar machen. Ich belehre dich auch 55 StPO. Du musst auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn du dich selbst belasten okay, könntest. Geht klar. Du heißt Timo Grab, 16 Jahre alt, du wohnst in München. Du bist natürlich nicht verheiratet, Schüler, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Nee. Wird der Angeklagten vorgeworfen, sie soll dir am späten Nachmittag des 28. April 2009 mit dieser Aufstelltafel, die wir da hinten haben, auf den Hinterkopf geschlagen haben. Außerdem soll sie dir dein Handy weggenommen haben. Und zwar, weil sie verhindern wollte, dass du ein Video, das du selbst aufgenommen hattest mit dem Handy, ein ganz bestimmtes Video ins Internet stellst. Ja.
Nämlich das Video von deinem, sage ich jetzt mal einfach, Vorstellungsgespräch bei der Angeklagten. Vielleicht erklärst du uns einfach mal zunächst, wie ist es zu dem Gespräch überhaupt gekommen? Ach so, ja, das Vorstellungsgespräch ist eh eins der Kult bei uns in der Schule. Also ja, es ist eh bekannt, dass ja, die Angeklagte die zukünftigen Freunde von Caro also richtig unter die Lupe nimmt. Und da habe ich mir gedacht, ja, da muss ich dabei sein. Und dann habe ich mich offiziell bei ihr vorgestellt, stimmt's? Mein erster Eindruck, der war schon genau der richtige von dir. Du bist ein unverschämtes Bürschchen. Und ich weiß gar nicht, warum du dich hier über diese ganze Sache so lächerlich machen kannst. Ja, weil es lustig ist. Es ist nicht lustig, es ist sogar ganz ernst für mich. Ich möchte meine Tochter in guten Händen wissen. Und nicht bei so einem Hallodri, wie du es bist, der ja wahrscheinlich direkt ein Kind andreht. Ja, und das ist auch noch, ach. Timo, hattest du denn ernsthaftes Interesse an der Caroline Lotterschmidt? Nee, eigentlich nicht richtig. Also ich wollte eigentlich einen lustigen Nachmittag haben und ich wollte meinen Freunden was halt zum Lachen bieten. Und als ich denen das Video gezeigt habe, die sind da total abgebrochen. Also es war so lustig und ja. Es reicht ja schön langsam. Ja, eigentlich ja nicht. Ich wollte es ja noch viel mehr Leuten zeigen. Aber dann kamen sie und haben mich überfallen, mein Handy geklaut. Und somit konnte ich es auch gar nicht mehr ins Netz stellen. Weil ja, dann wurde eh schon eine Riesenwelle geschoben und ja. Du hattest es aber immerhin schon zu Hause auf dem Rechner gespeichert. Genau. Aber du hast das Video natürlich ohne Einverständnis von der Frau Lotterschmidt aufgenommen. Die hat gar nichts davon gewusst, hat sie uns gesagt. Ja, oder? Und damit auch. Hast du dich natürlich strafbar gemacht, das ist auch klar. Und deswegen hat der Staatsanwalt ja auch gegen dich schon ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aber wieso denn? Ich habe ja wirklich nichts gemacht. Ich habe nur die Wahrheit festgehalten. Entschuldigung. Hättest du es denn gern, dass dich jemand filmt, ohne dass du das weißt? Ja, wenn sie so sagen, eigentlich ja nicht. Eigentlich nicht? Ja, siehst du mal. Und deswegen darf man niemand ohne sein Einverständnis filmen. Okay. Kapiert. Ja, das heißt aber, wir können jetzt auch gar nicht mehr das Video anschauen? Nur wenn alle Beteiligten zustimmen, dann können wir es vielleicht anschauen. Okay, ich stimme zu. Lassen Sie die Show starten. Entschuldigung, du hast es ja ganz sicher nicht zu entscheiden. Darüber entscheidet doch nicht der, der es illegal aufgenommen hat. Also wenn, dann hat das Opfer damit zu reden. Und wir hier natürlich. Komm, jetzt können wir uns das ruhig ansehen. Ich stehe zu dieser Unterhaltung. Und meine Tochter Caroline hat Ihnen auch schon gesagt, dass es ihr egal ist, wenn wir das Video uns noch einmal anschauen, solange sie das nicht mehr sich anschauen muss. Okay, dann ergeht folgender Beschluss. Das Video des Vorstellungsgesprächs wird in Augenschein genommen und hierzu abgespielt. Gut, Timo. Dann wollen wir doch jetzt mal mit deinen diversen Freizeitaktivitäten anfangen. Gehst du gerne auf Partys? Aber sicher doch. Mein ganzes Leben ist eine reine Party. Und wird da auch Alkohol getrunken? Ja, selbstverständlich. Weil eine Party ohne Alkohol, das ist einfach keine Party. Und im Durchschnitt, wie viel Alkohol trinkst du da so? Boah, also ich schätze so einen halben Kasten Bier und ein paar Schnäpse. Und das jeden Tag, ja? Ja, aber sicher doch. Mhm. Und dann hast du auch mit Sicherheit schon Drogen konsumiert? Mama, bitte! Ja, eigentlich nicht, weil das bisschen Kiffen, das kann man ja nicht als Drogen konsumieren zählen. Doch, kann man schon. In deinem Alter sollte man weder viel Alkohol trinken, noch sollte man Drogen konsumieren. Ach, wenn man so richtig high ist, dann ist der Sex das richtig geil. Ach, mit wie vielen hattest du schon Sex? Tja, mit allen, die halt Lust auf die Partys hatten. Aber ich müsste jetzt nachzählen. Nee, brauchst du nicht. Mit wie vielen Mädchen warst du denn schon Mama, zusammen? Mama, bitte! Hör zu, Caroline! Das passt schon. Mit wie vielen war ich denn zusammen? Mhm. Oh Gott. Also, eigentlich mit gar keiner richtig. Mhm. Und mit welcher hast du jetzt Sex? Ja, mit allen, die halt Bock haben. Gott, Caroline, hast du das gehört? Ja, aber die Zeiten sind nicht mehr so verklemmt wie früher. Aber Sie müssen es doch wissen in Ihren 70er Jahren. Ich sag nur Flower Power. Flower Power. Wir haben schon mit Petting unzufrieden gegeben. Und das auch nur, weil wir in einer festen Beziehung waren. Ach so, aber die Zeiten haben sich ja geändert. Ach. Heutzutage wird nun mal gepoppt, was das Zeug hält. Es ist nicht mehr so wie früher. Und außerdem wird heutzutage auch mit mehreren Leuten gleichzeitig geschlafen. Zum Beispiel, ja, wenn ich mir hier sie so anschaue, würde ich sie ja glatt einladen. Aber meine Freunde stehen nicht so auf reiche Frauen. Komm, weißt du was? Mir reicht es jetzt. Du verlässt sofort mein Haus. Und mit meiner Caroline wirst du ganz bestimmt nicht ausgehen. Setz dich hin. Vielen und du Dank bist das verkommenste Subjekt, was mir jemals unter die Augen gekommen ist. Raus jetzt hier. Das ist echt zu krass. Dass die hat das gestellt. Ey, die hat den Scheiß total abgekauft. Die hat den Scheiß total abgekauft. Findest du das wirklich lustig? Ja. Ich finde es überhaupt nicht lustig und ich finde vor allem auch euer Benehmen überhaupt nicht lustig. Ich finde es überhaupt nicht cool. Ich finde es nur dumm und dämlich, ehrlich gesagt. Und wenn ihr euch da hinten nicht zusammenreißt, dann solltet ihr besser hier mal rausgehen, bevor ich euch ganz offiziell rausschmeiß hier. Ja gut, dann scheiß drauf, dann gehen wir halt, machen wir irgendwelche Weiber draußen, klar, egal. Aber ganz schnell, bevor es noch was nachgeht. Wir haben doch wirklich nur eins im Kopf. Ach,
Wie geil. Ach du Scheiße. Alter. Oh, hey, Caro, du tust mir echt leid. Ja, mir auch. Mit so einer Furios-Mutter ist man echt bestraft. Die ist wirklich eine Strafe. Aber für uns war das Video trotzdem geil. Ja, Mann. Richtig geil. Ja, Mann, komm. Hey. Und wir haben es noch auf dem Rechner kopiert. So können wir es uns immer wieder angucken. Es bleibt für die Nachwelt erhalten. Ja. Reicht es euch denn immer noch nicht? Hört sofort mit dieser blöden Lacherei auf. Ihr seht doch, dass ihr peinlich ist. Los, haut ab. Ja, komm, bleib bei deiner Jungfrau. Hey, lass Caro in Ruhe. Oh, Mann. Vielleicht reden wir jetzt mal über das eigentliche Thema. Weil eigentlich geht es hier natürlich schon darum, dass die Angeklagte dir auf dem Parkplatz des Billardparks aufgelauert haben soll. Da soll sie dich mit der Tafel niedergeschlagen haben und sollte dein Handy weggenommen haben. Ja? Ja, das stimmt auch, weil außer ihr hätte er eh niemanden Grund, mich irgendwie niederzuschlagen und mir das Handy zu klauen. Hast du denn der Angeklagten gesagt, dass du dieses Video verbreiten wolltest? Ja, das war am Schulparkplatz. Da hat mich die Angeklagte hinter den Autos aufgelauert. Sie ist wie eine wild gewordene Furie direkt auf mich zugerannt, voll aggressiv und so. Und meine Freunde konnten uns irgendwie noch gerade auseinanderhalten, weil wie sie drauf war, das ist einfach nur hart gewesen. Ich war weder aggressiv, noch habe ich dich irgendwie angegriffen. Oh doch, ganz. Vielleicht kommen wir noch mal zu dieser ersten Begegnung am Schulparkplatz. Einer deiner Freunde, der hat ja da am Schulparkplatz, da war der mit dabei ganz offensichtlich, ja auch ein Video gedreht mit seinem Handy. Ich würde mal sagen, damit wir diese Situation richtig einschätzen können, schauen wir uns das Video doch mal gemeinsam an. Ja? Also geht der Beschluss, das Video vom Schulparkplatz wird in Augenschein genommen. Hey, da kommt sie auch schon. Kai, läuft. Ja, ich hab's drauf. Hörst du mir mal gefälligst zu jetzt, ja? Hat dir keiner gesagt, dass ich so nicht benimmt? Jetzt beruhigen Sie sich mal und schubsen Sie mich nicht rum, okay? Oder benimmt man sich so etwa? Ich dachte, wir haben nicht Maßregeln verstanden. Wer auszahlt, der muss auch einstecken können. Und nur weil du über Leichen gehst, um bei deinen Freunden hier so einen krassen Witz landen zu können, der muss auch mal merken, dass sich irgendwann mal einer dagegen wehrt. Oh, zieht euch mal die Verschrumpelte an, ja, wie die abgeht. Die gehen ab wie Schnitzel. Schnitzel? Ja. Du, ich geb dir gleich Schnitzel. Hey, hey. Was ist los? Jetzt chill mal dein Brain, okay? Dann zeige ich dich an. Tu mich anzeigen, dass ich nicht lache. Ich weiß gar nicht, wieso sie sich so aufregen. Also ich fand das Vorstellungsgespräch richtig nett. Zumindest wollte ich schon ins Internet stellen. Dann könnten sich andere Mütter bei Ihnen ein Beispiel nehmen. Was? Du wagst? Du wirst es nicht wagen und dieses Video auch noch ins Internet stellen! Ey, scheiße, was Timo, die ist verrückt oder so. Scheiß auf die, Mann. Ey, wir gehen jetzt noch irgendwo hin, Mann. Weg von der auf jeden Fall. Ey, Kai, komm. Was sagen wir? Gehen wir noch eine Runde Billard zocken in Black 8. Okay. Also ich meine schon, dass man ganz deutlich sieht, wie wütend sie waren. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie in ihrer Wut Timo und seinen Freunden gefolgt sind und dass sie dann ihre Wut letzten Endes damit Luft gemacht haben, indem sie ihn mit dieser Tafel niedergeschlagen haben. Wie hätte ich das denn machen sollen, Herr Staatsanwalt? Ich habe doch diesen kleinen Feigling gar nicht mehr gesehen. Der hat sich doch irgendwo rausgeschlichen. Mhm. Was heißt eigentlich kleiner Feigling und rausgeschlichen? Ich bin ganz normal heimgegangen um 16:45 Uhr. Ach. Und da haben Sie mich am Parkplatz von hinten niedergeschlagen. Hab ich nicht. Haben Sie wohl. Also jedenfalls hast du, das ergibt sich aus dem ärztlichen Gutachten, eine leichte Gehirnerschütterung und eine Platzwunde am Hinterkopf erlitten, die auch mit 4 Stichen genäht werden musste. Jetzt trittst du so sicher auf und bist dir ja relativ sicher, dass die Angeklagte die Täterin ist. Hast du den Angreifer dann erkennen können? Nee, das leider nicht. Aber ich habe halt bemerkt, als ich am Boden lag, wie mir jemand in die Hosentasche gegriffen hat und mein Handy rausgezogen hat. Und dann habe ich noch irgendwie Frauenschuhe im Hintergrund klappern hören. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du dich in deinem benommenen Zustand noch auf den Angreifer konzentriert hast. Der Täter kann genauso gut Finn gewesen sein, der Caroline beschützen wollte. Finn, so ein Schmarrn. Der Bob könnte mich doch nicht mal irgendwie umhauen. Also nur weil du dir das nicht vorstellen kannst, heißt das noch lange nicht, dass das nicht passieren könnte. Pass mal auf, ich habe hier ein paar Chatprotokolle. Da gibt es eine ganze Menge von Leuten, wo deutlich wird, ja, dass du ziemlich viele Feinde hattest. Die es dir sehr gegönnt haben, dass du da einen Schlag auf den Kopf bekommen hast. Ich lese dir mal vor. Okay. Also ich find's geil, dass Mr. Supercool mal eine Abreibung gekriegt hat. Oder hier, Checker 92. Endlich hat die Möchtegern Macker auch mal einer gezeigt, wo es lang geht. Oder Happy Sunshine. Vielleicht hat der Schlag seine einzige Gehirnzelle ja wieder gerade gerückt. Ich könnte diese Liste mit spöttischen Kommentaren echt noch endlos fortsetzen, Timo. Ja, mein Gott, mich mag halt nicht jeder, aber das macht mir auch nichts aus, aber ich bin mir sicher, Sie sind auch nicht bei jedem beliebt. Naja, aber nicht so, dass man mir was Böses gönnt, denke ich zumindest. Andere Frage, was war denn das Handy wert? Das war 299 Euro neu wert. Und, wie alt war das? Neu. Noch weitere Fragen? Keine. Bleibt der Zeuge unfeilig. Nimm doch bitte gerade mal da hinten Platz und dann hören wir mal die Caroline Lotterschmidt bitte an.
Caroline, nimm doch mal bitte ihr Platz. Ja, Caroline, sollst du jetzt als Zeugin aussagen? Du weißt, dass du als Zeugin natürlich die Wahrheit sagen musst, sonst würdest du dich strafbar machen. Okay. Du heißt Caroline Lotterschmidt, 15 Jahre alt, wohnst in München, du bist natürlich unverheiratet, Schülerin und du bist die Tochter der Angeklagten. Und als Tochter ist es ja keine angenehme Sache, gegen die eigene Mutter auszusagen, deswegen hast du ein Zeugnisverweigerungsrecht. Du musst nicht aussagen, wenn du nicht willst. Ich möchte auch ehrlich gesagt lieber nicht aussagen, nee. Na, warum denn nicht? Weil mir ist alles so peinlich, ist ehrlich gesagt der ganze Mist mit dem Video, du, einfach alles. Am liebsten möchte ich Schule wechseln, eine andere Stadt ziehen. Alle reden nur noch von diesem Scheißvideo, ganz ehrlich, es ist Thema Nummer eins. Das hast du dir alles selbst zuzuschreiben. Würdest du mich nicht so oft anlügen, müsste ich dich auch nicht so extrem kontrollieren. Ja, ich lüge dich überhaupt nicht an. Ach, dann bestreitest du also, dass du dich heimlich mit Jungs triffst und mir davon kein Sterbenswörtchen gesagt hast? Natürlich bestreite ich das. Dann lügst du ja jetzt schon wieder. Denn als dich Sweet Cherry das gleiche im Chat gefragt hat, da hast du als Carrie 1994 was ganz anderes geantwortet. Was? Ja. Woher kennst du die Namen? Aus dem Chat. Ich bin Sweet Cherry. Nee, jetzt. Nee. Ja. Ich fürchte, doch. Deine Mutter hat uns vorhin schon einige Chatprotokolle von ihren Unterhaltungen mit dir und mit offensichtlich auch deinen Mitschülern gezeigt. Das glaube ich jetzt echt nicht, oder? Du hast dich in unseren Schulchat eingeschmuggelt? Das ist echt das Allerletzte, wirklich. Das ist so peinlich. Ich will gar nicht verdenken, was ich dir alles gesagt habe. Ich habe es nur gut gemeint. Ich habe einfach nur Angst, dass ihr an den Falschen geratet, der einfach nicht gut für euch ist. Ich mache das alles nur zu eurem Besten. Also ich muss Ihnen schon mal sagen, Frau Lotterschmidt, Ihre Tochter sagt gerade, sie findet es peinlich. Ich finde es nicht nur peinlich. Ich bin zum einen der Meinung, Kinder sollten schon ihre eigenen Erfahrungen machen können. Und man sollte ihnen deswegen natürlich auch einiges an Vertrauen entgegenbringen. Aber das Schlimme finde ich eigentlich dabei, dass es ein eindeutiger Vertrauensmissbrauch gegenüber den Kindern ist. Ja? Sich da quasi in deren Gespräche einzuschleichen. Ja, also ich glaube, dass so eine heimliche Überwachung ganz sicher nicht der richtige Weg ist. Nein, finde ich nicht, denn ich hatte überhaupt nichts Böses dabei im Sinn. Mama, das ist der totale Scheiß, ganz ehrlich. Lass mich einfach einmal in Ruhe. Ich bin keine Fünf mehr, okay? Akzeptier's also einfach mal. Die Unterredung sollte man wirklich beenden. Das können Sie nach der Verhandlung miteinander besprechen. Aber Sie sehen ja auch, also ich meine schon, das müssten Sie mit Ihrer Tochter besprechen, denn das ist ein Vertrauensmissbrauch. Ja. Also, bleib mal bei dir. Du bleibst dabei, dass du nichts aussagen willst. Ja, jetzt sage ich ehrlich gesagt echt nichts mehr, wirklich. Okay, dann bleibst du unvereidigt. Dann ist es für dich das auch schon wieder gewesen. Du kannst gerne hinten Platz nehmen, wenn du da bleiben möchtest. Dann reden wir mal mit deiner kleinen Schwester. Caroline. Sarah Lotterschmidt, bitte. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass du dich so schämst, dass deine Mutter sich unbemerkt in einen Schulchat anmelden konnte. Ja. Keiner hat gemerkt, wie alt ich bin. Jeder hat gedacht, ich wäre ein cooler Teenie. Ja. Gibt's gar nichts zu lachen. Mama, wirklich! Kein Teenie auf der ganzen Welt möchte, dass sich die eigene Mutter im Schulchat anmeldet und einem nachspioniert. Ganz ehrlich, hallo?